Moment mal, was macht denn ihr hier? Das ist ja was ganz Tolles. Cool, dann können wir gleich anfangen und hier ein Quest and Answer Video machen. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach sofort an, ohne irgendwelche drumherum reden. Los geht's. Fangen wir mal mit einer Frage an, die gleich ein bisschen größer ist und um diese Dame hier unten geht. Warum ich sie mir eigentlich geholt habe? Eine längere Geschichte. In Kurzfassung, ich war im Tierheim. Ich wollte eigentlich nur mal kurz bei den Hunden vorbeischauen. Und dann hat sich das so ergeben, dass eine junge Dame hier in ihrem Zwinger drin einen riesen Terz gemacht hat. Ich mich vor sie hingesetzt habe und ein bisschen mit ihr geredet habe und sie plötzlich vor mir Sitz gemacht hat. Die Pflegerin meinte darauf, ach, das hat sie aber noch nie gemacht. Und ja, dann habe ich sie ein paar Mal Gassi geführt, habe sie dann irgendwann mal zu einer zweiwöchigen Probephase mit nach Hause nehmen dürfen. Und seitdem, ja, sind wir ein gutes Team, würde ich sagen. Ja, du. Zudem muss ich sagen, es war eigentlich immer schon ein Traum für mich, einen Hund zu haben, weil ich bin mit Nachbarhunden und Nachbarkatzen groß geworden und habe eigentlich schon immer eine recht große Tierliebe gehabt. Und dann hat sich das irgendwann einfach angeboten, dass dieses Jahr 2017 für mich so ein Jahr, dass ich erfülle mir ein paar Träume wurde. Und was machst denn du jetzt? Die gräbt jetzt direkt vor mir, während wir hier ein Video machen. Ach, du Große. Ist halt ein Buddelhund. Auch wurde gefragt, was die Jackie beim Fahren macht. Naja, das hängt ein bisschen von der Tageszeit ab. Im Normalfall liegt sie einfach nur in ihrer Box drin. Manchmal relaxt sie einfach nur, manchmal döst sie, manchmal schläft sie auch wirklich. Manchmal steht sie auch einfach da und guckt raus. Ganz oft bekommt sie zur Beruhigung, gerade auf längeren Strecken, eine Kaustange. Ja, ich weiß, beim Fahren etwas zu futtern ist nicht unbedingt optimal. Allerdings wird sie dadurch um einiges ruhiger und einiges entspannter. Und dadurch wird es auch für mich ein bisschen entspannter, längere Strecken zu fahren, weil die sind ja auch für mich anstrengend. Und wenn es alles zusammenkommt, das ist für keinen was Gutes. Was die Jackie macht, wenn sie schläft? Ja, gelegentlich schnarcht sie mal, ab und zu träumt sie auch. Das merkt man dann, weil dann so ganz kleine Wüffchen kommen, so ein Mini-Wuff. Man merkt meistens daran, dass sie entspannt ist, dass sie alle Viere von sich streckt und versucht, zwei Drittel des Bettes in Anspruch zu nehmen. Wenn sie sonst irgendwo rumliegt und döst, rollt sie sich meistens ein. Es kam auch schon die Frage auf, ob ich Naturlocken habe. Nein, eigentlich habe ich recht glatte Haare. So ab Kinnhöhe fangen sie an, sich zu verzwirbeln. Also da habe ich dann Locken, aber sonst nicht. Jemand hat es interessiert, warum meine Dreadlocks unten blond sind. Das ist auch eine längere Geschichte. Eigentlich eine ziemlich lustige, zumindest zum Zuhören. Für mich selbst war es nicht so lustig. Wir hatten Läuse im Kindergarten und ich hatte irgendwie das Gefühl, als würde es anfangen zu jucken und zu jucken und zu jucken. Also bin ich natürlich zum Doktor gegangen, weil normalerweise kämmt man die ja mit einem Nissenkamm einfach wieder raus und dann ist gut. Das geht aber bei meinen Haaren nicht. Also hat der Doktor mir erklärt, also entweder schneiden sie ab, das Nein dazu hat man sicher bis nach vorne ins Wartezimmer gehört. Alternative 2 wäre Wasserstoffperoxid, also blondieren. Und das ist genau das, was ich getan habe. Ich war vielleicht 3 Monate lang strahlend weiß-blond. Sah nicht allzu besonders gut aus, fand ich. Und mittlerweile ist das Ganze rausgewachsen. Also schon eine ganz schöne Weile her. Wenn wir schon dabei sind, wie funktioniert es mit Verfilzen? Eine Möglichkeit ist, den Dread in der vollen Länge zu verfilzen. Dann nimmt man einfach in die Handfläche. Andere auch. Und reibt. Natürlich nicht so kurz, wie ich das gerade gemacht habe. Das ist eigentlich eher so eine mehrere Stunden Dauer. Im Ansatz funktioniert ähnlich. Man nimmt einen Dread, am besten mit 2 Fingern, drückt den an den Ansatz runter und reibt. Zum Häkeln der Dreadlocks eigentlich ziemlich easy. Man nimmt die Häkelnadel, steckt sie durch den Dread durch, wickelt die Haare, die außen rausstehen, einfach rum und zieht sie durch. Und genau diesen Vorgang wiederholt man einfach so oft, bis keine Haare mehr rausstehen. Ziemlich simpel. Duschen mit Dreadlocks. Hey, liebe Damen, ich glaube, ihr kennt es am besten. Duschen mit Haare oder ohne Haare. Den Männern ist das vielleicht nicht ganz so bekannt. Vielleicht der ein oder andere weiß es. Man nimmt sie einfach und bindet sie sich auf den Kopf als Dutt zusammen. Und dann guckt man einfach, dass die Haare nicht nass werden. Was die Eltern im Kindergarten zu meiner Frisur gesagt hatten. Okay, das kommt ganz auf den Kindergarten an. Ich hatte Eltern, die waren höchst begeistert. Ich hatte auch selber schon Eltern, die selber Dreadlocks hatten. Aber ich hatte auch schon Eltern, die einen komischen Blick zugeworfen haben. Gerade in der Krippe, also mit unter 3-Jährigen,
kann das manchmal ein bisschen komisch wirken. Aber nach 2-3 Wochen und mit gutem Kontakt, wenn man zeigt, dass man was drauf hat und dass man nicht irgendwie diese Klischees inne hat, sondern einfach ein normaler Mensch ist, der ganz normal arbeitet und sich gut um die Kinder kümmert, ist es meistens komplett verflogen. Es gab sogar schon Stimmen, die dann gemeint hatten, nach einem halben Jahr beispielsweise im Praktikum, ach, sie gehen schon? Ach, das ist aber schade. Und komischerweise waren das genau die Leute, die davor irgendwie die komischen Blicke zugeworfen haben. Ob die Haare abbrechen? Ja, das tun sie. Bei Dreadlocks brechen die Haare. Dreadlocks sind kaputte Haare. Man macht sie mit voller Absicht kaputt, weil sonst würde kein Filz entstehen. Die Frage, ob ich die Rastafari-Kultur erklären könnte? Ja, kann ich. Relativ gut. Aber das könnte ich nicht in einem 10-Minuten-Video, auch nicht in einem 20-Minuten-Video machen. Da bräuchte ich, glaube ich, eher ein 1-Stunden-Video. Dementsprechend lasse ich das jetzt hier raus. Das wird einfach zu viel. Informiert euch, es gibt einen Haufen Videos auf YouTube, es gibt einen Haufen Links im Netz, wo ihr das relativ gut erfahren könnt. Ich finde, das ist für meinen Kanal ein bisschen too much. Klar, Dreadlocks gehören zu mir dazu, ich habe welche, aber so ins Detail reingehen möchte ich einfach nicht. Dann hatte jemand gefragt, ob wir schon irgendwelche brenzlige Situationen erlebt haben oder ob ich irgendwann mal Schiss gehabt habe. Ja, es gab einen Moment, wo mir nicht ganz so geheuer war. Das war das erste Mal Freistehen in Frankreich. Verlinke ich euch da oben. Das war ein bisschen komisch, aber so richtig Schiss eigentlich nicht. Ich hatte ein anderes Erlebnis, wo wir an einem kleinen Bergdorf in den Pyrenäen in Spanien Halt gemacht hatten und eigentlich nur kurz eine Runde Gassi gehen wollten, eine ältere Frau getroffen haben, die natürlich freundlich begrüßt, aber die hat ihren jüngeren Mann geholt oder ihren Sohn oder wer auch immer, der uns dann ziemlich unmissverständlich mit Handzeichen deutlich gemacht hat, wir sollen bitte verschwinden. Per Mail hat mich auch eine andere Frage noch erreicht. Wie viel Gas wir denn ungefähr verbrauchen, so im Durchschnitt? Also ganz genau kann ich das nicht sagen. Es hängt immer davon ab, was man kocht, ob ich Wäsche per Hand wasche oder ob ich sie in der Maschine wasche oder auch wie viel wir heizen. Im Durchschnitt, die letzten Wochen, in denen es recht kalt war, haben wir, ich glaube, 2 Kilo Gas für Kochen und Waschen verbraucht und ungefähr 4 Kilo Gas fürs Heizen. Obwohl ich auch sagen muss, wir haben jeden Abend ab 6 geheizt bis 11 und jeden Morgen auch noch mal kurz. Man möchte irgendwie die Restfeuchtigkeit der Nacht aus dem Zelt rauskriegen. Dementsprechend ein bisschen Wärme tut da auch ganz gut. Außerdem bei 3 Grad kuschelt es sich ein bisschen schwierig. Zum Thema Tanken in Portugal. Es ist sündhaft teuer, meine Lieben. Also zwischen 1,55 war das günstigste bisher und 1,62 für den Liter konnte man hier für Super nicht weg. Das ist extrem teuer. Ansonsten klappt es mit meinem Budget relativ gut. Wir leben momentan mit unter 30 Euro pro Tag. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Campingplätze hier in Portugal sehr günstig sind. Also zwischen 8 und 12 Euro. In Spanien war das ein bisschen teurer, da kommt man so zwischen 10 und 15 Euro hin. Aber hier, ja, der Sprit macht's wieder aus. Per Mail hat uns eine Frage erreicht, warum wir so häufig in der Natur unterwegs sind und nicht öfters mal typische Städte, Kirchen oder Burgen oder sowas auch von innen anschauen. Ja, der Grund ist ziemlich einfach. Ich bin Naturmensch, die Jackie ist Naturhund. Wir sind gerne in der Natur, wir können hier sehr viel erleben und ich finde, die Natur, die es hier zu bieten hat und die Landschaft, die ist, egal wo man hingeht, ziemlich einmalig. Das nächste ist, jedes Mal, wenn ich irgendwo reingehe und die Jackie draußen sitzen lassen muss, naja, länger als 5 Minuten hält sie es meistens nicht aus. Im Auto ist es was anderes, wenn sie in ihrer Box ist, da kann sie auch mal eine Stunde drin bleiben, auch im Zelt, da funktioniert das Alleinebleiben relativ gut, aber irgendwie möchte ich persönlich nicht ohne meinen Hund unterwegs sein. Ich genieße einfach, dass sie bei mir ist und dass wir was zusammen unternehmen. Und irgendwie haben wir auch die gleiche Leidenschaft, draußen in der Natur durch die Gegend tigern. Wenn es ums Wildcampen geht, ist immer die Frage nach der Toilette. Meine Toilette sieht so aus. Ein stinknormaler kleiner Eimer. Und da drin habe ich meistens mein Klopapier drin. Das kommt natürlich da raus. Auf diesen Eimer setze ich mich einfach drauf, mache mein Geschäft, pack das Klopapier rein. Und was ganz praktisch ist, vor allem wenn man in einem Wald drin steht,
Man kann einfach ein paar Tannennadeln oder ein bisschen Erde oder einfach vom Untergrund etwas dazulegen, und zwar einmal unten als Boden und dann oben drauf, dann riecht es nämlich nicht so. Am Schluss wird einfach der Beutel, der oben drauf ist, zugemacht und wie auch die Hundekotbeutel im stinknormalen Müll entsorgt. Ganz einfach, man verschmutzt nichts und genau das ist das, was mir recht wichtig ist beim Wildcampen. Ich habe schon so oft Müll aufgelesen, mitgenommen von irgendwelchen Plätzen und ich finde, das sollte jeder machen, der in der freien Natur steht, den Platz sauberer verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Leider macht das nicht jeder. Zum Thema Wildcampen in der Natur, gerade mit einem Zeltanhänger, kommt demnächst noch ein detailliertes Video. Das wird auch ein bisschen zu viel für dieses Q&A, aber seid gespannt, da mache ich euch noch was. So, und damit hoffe ich, dass ich sämtliche Fragen jetzt mal beantwortet habe. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt es in die Kommentare drunter. Wie schon gesagt, ich lese die immer, immer wieder gern. Es macht riesen Spaß, mit euch in Kontakt zu stehen. Es ist was, das bereichert mich in diesem Roadtrip übermäßig. Und da ist mir relativ egal, dass YouTube nicht mehr so allzu viel Geld einbringt. Danke an dieser Stelle auch für alle Leute, die uns auf PayPal unterstützt haben. Also, wenn ihr auch hier an der Seite neben mir verewigt werden wollt mit euren Anfangsbuchstaben, unterstützt uns auf PayPal. Der Link ist unter dem Video in der Videobeschreibung drin. Vielen, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und danke an alle, die diese Videos schauen und liken und teilen und überhaupt. Ihr seid einfach toll. Danke. Heute ist ein bisschen längeres Video geworden. Ich weiß. Ihr hattet einfach viel zu viele Fragen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ihr damit aufhören sollt. Macht weiter, macht weiter, macht weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.